DJ Hundefriedo schaut in den Himmel. Seine Gedanken kreisen um ein einziges Thema. Bin ich ein echter Punk? Er streicht sich durch seinen schlaff runterhängenden Irokesenschnitt und er fühlt zwei kratzige Würstchen darin. Dreadlocks! Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo kommen die denn her? Fragt er sich erschrocken selber. So kann er doch kein echter Punk werden. Immer wieder dasselbe. Punk oder Hippie? Punk oder Hippie? Punk oder Hippie? Punk oder Hippie? Flüstert er leise vor sich hin, während er die Zungenblüten eines Gänseblümchens nach und nach rauszupft. DJ Hundefriedhof hält das letzte Blütenblatt fest zwischen Zeigefinger und Daumen, zieht daran und sagt: Wer hat das Buch gelesen? Wer weiß, was das Gänseblümchen Orakel für DJ Hundefriedhof bereithält? Punk oder Hippie? Schätze mal Punk. Genau, DJ Hundefriedhof ist ein Punk. Er reißt sich die Dreadlocks mit bloßen Händen aus seinem Hinterkopf, schreit laut, rennt in den nächsten Späti und holt sich ein von Raven aus der Dose. Und wir sind froh, dass er jetzt hier ist, den weiten Weg durch erschnortes Kleingeld nach Hamburg gemacht hat und hier einen richtig geilen Auftritt hinlegen wird. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem ersten Teil des Live-Sets von DJ Hundefriedhof!
der Hundefutter Dead Kennedys. DJ Hundefutter liebte das Witz. DJ Hundefutters Lieblingsband ist Schleim Kai.
und es knallt. Das Bier in den Kopf von DJ Hundefriedhof. Thank you.
bist du? Ein echter Punk? Ja! Macht der die Banane oben auch am Knopf oder unten am Stiel? Oben, okay, ich auch.
straff. Halt dich dran.
saufen, saufen, jeden Tag nur saufen, 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 jeden Tag nur saufen. Ja! DJ Hundefriedhof, sein Lebensmotto, singen wir gemeinsam im Chor. Und jetzt DJ Hundefriedhof. Saufen!
Es ist ein Punk. Ja! Ein echter Punk. Ich werde mich kurz zurückziehen in meine Zauberkugel und mich auf die Energieübertragung vorbereiten. Thank you.
Kopf-Tattoo. Es braucht immer eine Weile, bis der Kriechstrom, der über seine Geräte fließt, durch seine zarten Fingerspitzen ihn vollumfassend ausgefüllt hat. DJ Hundefriedhof, wir treten nach vorne. Wir werden jetzt die Energie der Kronkorken übertragen. Als Medium dient das Pferd, welches mit seiner Pferdeenergie die Energie der Kronkorken noch einmal verstärken wird. Die Energie der Kronkorken mit ihren 46 Zacken wird circa 6 bis 7 Tage anhalten. Ihr werdet durch diese Energie eine scharfe Zunge erhalten. Ihr werdet die nächsten 7 Tage überdurchschnittlich schlagfertig durch die Welt wandern. Wenn euch jemand einen dummen Spruch bringt, habt ihr immer einen viel besseren Spruch auf den Lippen, um dem zu entgegnen. Ihr könnt diskutieren mit allen möglichen Vollidioten und werdet sie in Grund und Boden stampfen. DJ Hundefriedhof. Genau, wir wollen die Energie übertragen und haben eine Menge Energie Korken dabei und jetzt geht's los. Die Stufe 1 der Energie. Und wir haben noch mehr Kronkorken dabei. Die Stufe 2 der Energie, der positiven Energie. Und letztendlich haben wir so viele Kronkorken hier, dass wir auch die 3. Stufe der Energieübertragung möglich machen können. Intensiv und positiv mit dem Pferd zusammen und den Kronkorken. Der Gesang. Die 3. Stufe wird die Energie. Wir starten mit der 3. Stufe. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Energie zu nutzen, die positive Energie, die uns durch den, ja, durch die Kronkorken zur Verfügung gestellt wurde und dem Pferd zusammen und dass der weitere Verlauf ein positiv angenehmer, wohltuender, genau, angenehmer Verlauf wird. Geht der Gesang denn jetzt wieder in die richtige Richtung, lieber Tontechniker? Hä? Vielleicht habe ich die Balance verdreht, maybe. Genau, wir haben Lieder dabei. Lexia wird jetzt... Ist der Gesang jetzt auf der richtigen Seite? Ja! Wir starten mit dem Lied, welches da heißt? Der Regenwurm! 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 Der Regenwurm!
fährt gleich los. Erste Schicht Sand, zweite Schicht Laub, dritte Schicht Humus, vierte Schicht Grundwasser. Fährt mit dem U-Boot durch den Erdkern, er fährt mit dem U-Boot durch den Erdkern, er kommt woanders wieder raus. Der Regenwurm quält sich ein, im Grundwasser steigt er wieder auf, er steigt auf in die dritte Schicht Humus, er steigt auf in die zweite Schicht Sand, er steigt auf in die erste Schicht Laub. Der Regenwurm wendet sich ein, er steigt auf. Dritte Schicht Sand, dritte Schicht Humus, vierte Schicht Grundwasser. Regenwurm krämt sich ein. Dankeschön. Vielen Dank, der Regenwurm. Ein ganz wichtiger Organismus auf diesem Planeten. Und ja, jetzt singen wir noch ein Lied. Jetzt singen wir noch ein Lied. Wir haben noch einen weiteren. Einer unserer vielen Welthits. Welcher kann das sein? Ja, ein paar Menschen haben es schon richtig erraten hier vorne. Die Dinosaurier? Singosaurus Rex. Dinosaurier. Dinosaurier! So viele wunderschöne Dinosaurier!
Dinosaurier! Vielen Dank, Dankeschön. Ein Pfirsich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem zweiten Teil des Live-Sets von DJ Hundefriedhof! Ja! Die Sauferei geht weiter! Ja! Regenwürmer sind wunderbare Wesen! Regenwürmer sind wunderbare Wesen. Mit dem Regenwurm auf ein Abenteuer.
Fingernägel.
Das Grundwasser so rein. Das Grundwasser so klar. DJ Hundefriedhof noch nie gewesen. So pur und rein. Wochenendtag. Hansa oder Karlsruhe? Hansa oder Karlsruhe? DJ Hundefriedhof ist kein Punk mehr. Hansa oder Karlsruhe? DJ Hundefriedhof ist ein Regenwurm. Hansa oder Karlsquell? Ein segmentiertes Hansa Wesen. Hansa oder Karlsquell? Hansa oder Hansa oder Karlsquell? Ein Karlsquell. Klarer Geist. Hansa oder Karlsquell? Auf einer Mission. Hansa oder Karlsquell? Das Erdreich zu filtern. Die Erde zu kompostieren. Genommen. Seine Krone reicht mittlerweile bis zum Mond. Und alle Menschen verneigen sich vor dem Pferd. Du König, du Königin unseres Planeten, deine Krone Hundefriedhof ist unter der Erde.
Panzer oder Kreuzquell. Ein drittes Auge. Saufen macht schlau. Welches mir den Eintritt in das Raumschiff ermöglicht. Mein Herz ist voller Liebe. Saufen macht schlau. Für diese Welt. Hey.
er wieder zum Punk? Oder ist er vielleicht doch ein Hippie? Ja! Ja, was denn? Wir sind Punks! DJ Hundefriedhof wird wieder ein Punk. Regenwürmer sind Punker! Hundefriedhof ist ein Regenwurm und DJ Hundefriedhof ist ein echter Punk. Ein echter Punk. Ein echter Punk. Ja. DJ Hundefriedhof macht Punkmusik. Ha 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 ha
Friedhof lebt. Punks not dead. Dieter Hunde Friedhof lebt. Punks not dead. Thank you.
Saufen. Welthits unsererseits für euch darbieten möchten. Das nächste Lied ist ein sehr romantisches Lied. Wir haben es in einer vollen Mondnacht in voller Liebe geschrieben. Und damit ihr ein bisschen in diese mystische, märchenhafte Energie kommt, haben wir was Besonderes für euch mitgebracht. DJ Hundefriedhof pflegt enge Verbindungen in die USA nach Yale. Und die ErstsemesterInnen haben eine Methode übernommen von ihrem Professor, Denkerstirnbinden in einer aufwendigen Art und Weise herzustellen. Und diese Denkerstirnbinden hat DJ Hundefriedhof für einen sehr günstigen Preis bekommen. So günstig, dass er sie jetzt hier mit mir für euch verteilen möchte. Psychonautik Fakultät Yale. Echt? Ja. Das kann ich nicht glauben. Wow. Ich kann es nicht glauben. Oh, ich glaube, da sind welche runtergefallen. Vielleicht verteilt ihr hier noch welche. Es ist natürlich verständlich, dass alle welche abbekommen möchten. Das ist die beste Fakultät in Yale. Das ist die beste Fakultät in Yale. Seit Jahrzehnten. Ihr hört es. Und alle, die eine dieser Denker-Stirnbinden der ErstsemesterInnen aus Yale, aus der Psychonautik-Fakultät, erhaschen konnten, habt ein großes Glück. Ja, die Erstis. Die Erstis. Ihr seid jetzt alle schlau wie Erstis von Yale. Und nun werden wir ein wunderschönes Lied passend zu diesen romantischen Denker-Stirnbinden für euch darbieten. Das Lied heißt Zauberwald. Yes,
Lieben Dank. Und natürlich haben wir noch ein richtig schönes Lied für euch. Ein Lied, das handelt von Intelligenz, von Strebsamkeit, von Zielen im Leben. Gymnasia. Gymnasia! Fünf
Uhr morgens, der Wecker klingelt, Gymnasia steht auf. Der Ranzen hängt am Haken, doch sie ist voll gut drauf. Rennt schnell in die Küche, schmiert sich Brote fein. Heute regnet's Einsen, in Kopf kommt Wissen rein. Im Bus, da sitzt der Lehrer, neben ihm mein Platz frei. Ich setz mich zu ihm hin, was ist denn schon dabei? Der Lehrer sieht mich an, ich schau aus dem Fenster. Wir sind auf dem Gymnasium, wir steigen aus dem Bus. Ich dreh mich nochmal um, der Lehrer trägt die Tasche. Das Gymnasium in Ulm. Oh, Lehrerin, ich weiß es richtig. Gymnasia, du bist so süchtig. Nein, ich bin nur wissbegierig. Zahlen machen mich so glücklich. Oh, Lehrerin, ich weiß es richtig. Gymnasia, du bist so süchtig. Nein, ich bin nur wissbegierig. Zahlen machen mich so glücklich. Die Pausenglocke schrillt, ich bereite den Unterricht nach und spitze meine Stifte für den Geometrieunterricht. Gymnasia. Ja, jetzt haben wir quasi den Moment. Jetzt haben wir den Moment erreicht. Die Show ist vorbei. Tschüss und ade. Die Show ist vorbei. Nein. Genau, die Show ist vorbei. DJ Hundefriedhof braucht jetzt ein paar Minuten, um diese Geräte wieder einzupacken. Quasi das Erste, was er gerne machen möchte nach einer Show, ist die Sachen abdecken. Und wenn er und wir damit fertig sind, können wir gerne noch mal ein paar Worte quatschen, Fotos machen oder tanzen. Tanzen. Vielleicht können wir diese Playlist wieder anmachen. Ja, die Playlist. Die echte Punk-Playlist, die habe ich erstellt. Ganz genau. Ja, ganz, ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall fürs Vorbeikommen und Zuhören. Dankeschön, auf jeden Fall.
Merci. Zugabe. Wir haben nicht so viele Zugaben im Repertoire. Wir haben quasi... Wir können doch mal den Dinosaurier-Song spielen. Ja, wir spielen den Dinosaurier-Song noch einmal. Die Dinosaurier. Da brauchen wir aber Leute, die rappen, um Energie zu singen. Energie, Energie, Energie. Die Tür vom Raumschiff öffnet sich. Ja, letztes Jahr waren die tatsächlich alle mit dabei im Hafenklang. Sind die in Hamburg gerade? Ah, vielleicht können wir nachher noch ein Saufen gehen mit denen. Okay, wir wollen den Singosaurus Rex spielen und... Die Zugabe die kommt Die Zugabe, jetzt. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr alle da wart und dass ihr so eine tolle Energie mitgebracht habt. Genau. Und DJ Unifidov und ich, wir machen jetzt hier die Koffer zu und sind dann noch da. Genau, wir bleiben noch hier und packen das zusammen kurz. Und dann werden wir eben rausgeschmissen, weil hier nach noch eine andere Party ist. Und jetzt die Punk-Playlist. Und die Zeit nutzen wir jetzt. Und jetzt die Punk-Playlist. Die Punk-Playlist. Ja!